wir trafen die Familie Plesch durch Zufall wieder. Als nämlich hier in Berlin das jüdische Museum eingeweiht wurde, stand in der Zeitung, Janosch Plesch's Sohn, Peter Plesch, kommt nach Berlin und stiftet dem jüdischen Museum ein Familiengemälde, gemalt von Max Levogt. Wir haben sofort Verbindung aufgenommen zu Peter Plesch. Er hat uns ein paar Mal besucht und es entstand von Neuem eine Verbindung zu der Familie Plesch. Dieses ist das Bild der Familie Plesch, gemalt von Max Levogt. Das hängt oder hing damals in der Plesch-Villa und hängt heute im Jüdischen Museum in Berlin. Mein Name ist Petra Michalski. Wir sind heute hier im Max-Liebermann-Haus, um an meinen Großonkel Janosch Plesch zu erinnern, der eng befreundet war mit Max Liebermann. Janosch Plesch ist in eine jüdisch-ungarische Arztfamilie geboren. Schon sein Großvater und sein Onkel waren Ärzte. Und so verwundert es nicht, dass Janosch mit 16 Jahren in Budapest sein Medizinstudium begann. Während seiner Studienreisen durch Italien, Wien, kam er auch nach Paris und arbeitete dort mit Marie und Pierre Curie. 1903 kam Janosch nach Berlin und arbeitete an der Charité. 10 Jahre später bekam er hier eine Chefstelle im San Franciscus Krankenhaus für die innere Abteilung. Nun war er quasi ein gemachter Mann und konnte die reiche Industriellentochter Melanie Ganz aus Frankfurt am Main heiraten. Aber nur unter der Bedingung, wenn er konvertieren würde zum Christentum. Nun kauften Melanie und Janosch ihr Stadthaus hier in der Budapester Straße und ihr Landhaus in Gatow, die damals schon bekannte Villa Lem. Janosch Plesch ging 1917 als Mediziner in den Krieg. Nach dem Krieg waren Melanie und Janosch sehr beteiligt hier an dem regen kulturellen Leben in Berlin. Sie waren befreundet mit Malern wie Max Liebermann, Oskar Kokoschka und Max Levogt. Mit Theaterleuten und Filmleuten wie Max Reinhardt, Marlene Dietrich und Elisabeth Bergner. Mit Wissenschaftlern wie Max Habe und Einstein, mit dem Janosch und Melanie sehr stark befreundet waren. Janosch Plesch hatte einen Bruder, der lebte in Hamburg. Der war Jurist und war 1924 aus Buenos Aires nach Deutschland gekommen. Das war mein Großvater. Er hatte 3 Kinder, 2 Jungs und ein Mädchen und noch eine Tochter. Das war meine Mutter, Emilia Acevedo, die mit 17 Jahren in Buenos Aires in die Familie kam. Melanie bekam 3 Kinder, einen Jungen und 2 Mädchen. Die Jungs von Janosch und Matthias gingen zusammen nach Salem auf das Internat am Bodensee. Als der Eduardo, ein Sohn von Matthias, nach der Schule Maler werden wollte, ist die ganze Familie von Hamburg nach Berlin gefahren, um sich Rat von Max Liebermann zu holen. Denn der sollte beurteilen, ob sich die Ausgaben für eine Ausbildung lohnt. Und Melanie hat für diese Gelegenheit ein sehr elegantes Essen ausgerichtet in der Villa Lem und hat eingeladen, natürlich Max Liebermann, Max Levogt und auch Albert Einstein. Leider ist bei diesem Essen ein Missgeschick passiert. Meine Tante Pepi, die vorwitzige kleine junge Dame, die wollte so ganz elegant mit einer Gabel die Kartoffel aufpieksen, die aber leider in der Soße ausrutschte und über den Tisch flitzte auf Liebermanns Krawatte. Aber Max Liebermann hat trotzdem Eduardos Künste sehr gut beurteilt
und hat zugestimmt, dass er eine Ausbildung als Kunstmaler machen sollte. Janosch hat schon sehr früh die Zeichen der Zeit erkannt und merkte, dass die Partei der Nationalsozialisten immer stärker wurde. Es dauerte nicht lange. Janosch verlor seine Stellung am San Franziskus Krankenhaus und konnte seine Privatpraxis nicht mehr halten. Daraufhin sammelte er seine Kunstschätze ein, seine Gemälde, und ging mit seiner Familie, nachdem er seine Häuser hier verkauft hat, nach England. Er hat auch vorher noch meinen Großvater gemahnt und bedrängt: Geh auch weg aus Deutschland. Es ist zu gefährlich hier. Aber mein Großvater hat das nicht so ernst gesehen. Er wollte auch nicht die Kinder aus ihrem Studium reißen und ist geblieben. Das war sein größter Fehler. Ein Jahr später ist er von der Gestapo in Hamburg verhaftet worden und gefoltert worden und nur entlassen worden unter der Bedingung, Deutschland sofort zu verlassen. Er ging mit seiner Familie nach Belgien. Ein Jahr später, das war das Jahr 1936, ist er an den Folgen der Folterung gestorben. Janosch siedelte von England über in die Schweiz nach Montreux und von dort aus nach Kalifornien, nach Beverly Hills, wo er 1957 gestorben ist. Zu Eduardo kann ich nur sagen, er ist wirklich ein bekannter und berühmter Maler geworden. Er hat sogar eine Ausstellung mit Picasso an der Côte d'Azur gemacht. In New York hat er die Haute Volée gemalt. Seine Hauptmotive waren Porträts. Und wir zu Hause haben auch einige Bilder von ihm, und die waren sogar hier mal, ich glaube vor 2 Jahren, ausgestellt. Unser Haus in Hamburg sollte 1968 verkauft werden. Dazu kam Eduardo extra aus Argentinien zu uns. Mein Vater ging mit Eduardo zum Grundbuchamt. Der Beamte sah die Unterlagen, war erst etwas befremdet und sagte: Das ist ja jüdischer Besitz. Dann war er geradezu verärgert, knallte die Unterlagen auf den Tisch und sagte: Die sind uns doch durch die Lappen gegangen.